Willkommen zurück bei Agarest Zero. Wir gucken mal, wie weit es ist zu Tetoras Heimatstadt. Nebelmuru, Elfenの住む森。ここから近いとは言わない。Tja, weit weg. じゃ、お嬢様の気が変わらないうちに行こうぜ。おっと、さやねさんを町まで送るのは先だな。 Alles klar, weiß noch, wo wir lang müssen. Jetzt erst Perikopia, dann Richtung Nebelmol, die Elfen finden, da den Baumhirten, der bringt uns zu den Remloriens. Die Remloriens können dann die Schuppe für uns organisieren, die da bei diesem einen Wasserfall ist. Von da aus können wir dann uns um das Erz kümmern, was irgendwo in den Trümmerruinen liegt. Und dann können wir endlich diesen Gegenstand vom Anfang da basteln. Ist doch ganz einfach, oder? Jo, sonst gibt's hier nichts mehr. Dann ziehen wir uns mal gepflegt zurück. Okay, und da hinten wartet ein Ereignis, das wird dann wohl Perikopia sein. Sonst hier kein Ereignis, irgendwo muss man immer mal drauf achten. Einmal gibt es auch abseits noch irgendwie ein Event. Dann speichere ich gerade mal ab nach das erste Mal jetzt nach diesem Bossgegner. Schau nach neuen Titeln. Nee, nix. Wie viel TP haben wir jetzt? Jetzt haben wir 189. Was reizt mich denn als Waffe noch? Und Silent Cross wäre nicht schlecht. Divine Lance braucht ja nicht so viel. Railgun, wir können überhaupt keinen, der mit der Gun umgehen kann. Magic Hand können wir nicht. Partisane, ja, okay. 250. Das könnten wir nochmal machen. Fehlen uns noch 60, 61. Skills hat sich nichts getan. Nochmal eben Vorräte auffüllen. Sachen aufwerten. Achso, genau, können wir jetzt irgendwas Neues schmieden? Ein Schwert. Ja, aber Eugene will ich jetzt nichts gönnen, nichts Neues. Das können wir alles noch nicht. Da hinten sowieso nichts mehr. Das bringt alles wenig. Also verstärken.
159, aber es bringt halt auch Luck und alles andere. Und Calvina trägt jetzt diesen Vigor-Ring. Da zieht er doch besser diesen Sagacity-Ring an. Also genau, den kann ich auch direkt schon mal eben verstärken. Der erhöht ja die Intelligenz. Und Calvina ist ja eher am Zaubern. Acht Intelligenz bringen 48 Magiepunkte plus 24 Magiepunkte macht halt 72. Und wenn man ihm das jetzt anlegt, dann geht die Magie halt von 511 rauf auf 583. Das ist schon nicht schlecht. So, sonst noch irgendwas verstärken. Ne, Quatsch. Jetzt können wir eigentlich auch mal so einen Bone Guard verstärken. Wir haben jetzt gerade ein paar Punkte übrig. Und wir brauchen das Bone Guard eh, was dann so eine Bone Plate kommt da raus. Kann man bestimmt super für irgendwas wieder verwenden. So, dann haben wir hier Holy Symbol, was bringt das? Resist Death brauchen wir nicht. Und Mimel hat noch so einen Iron Bengel, die kann eigentlich mal was Vernünftiges anziehen. Aufrüsten will ich das allerdings nicht, sondern nur mal ausrüsten. Also. Es gibt auch nur Bone Guard oder Poison Guard. Ja, nehmen wir halt einen Poison Guard. Restlichen 250 EP werde ich dann mal sparen, aber die PP kann ich noch ausgeben. Tja, wer kriegt die? Siegert kriegt nichts mehr, das hat auch Gründe. Ja, da war ein bisschen Stärke, wäre nicht schlecht, oder? Calvina, ich weiß nicht. Alice hat schon so viele Punkte bekommen, Intelligenz ist jetzt richtig teuer. Ich denke, ich nehme Gallios, gebe ich ein paar Stärkepunkte. So, jetzt wird es da auch teuer. Den Rest bewahre ich auch. Vielleicht wechsle ich ja mal ein Gruppenmitglied und dann kann ich da noch ein paar Punkte investieren. Nichts. Das ist alles uninteressant. Gehen wir also zum nächsten Kampf.
Da die Uhr aber nur noch 5 Minuten anzeigt, werde ich den Kampf auf keinen Fall in 5 Minuten schaffen. Und dann noch eine neue Folge schaffe ich auch nicht heute aufzunehmen. Ich muss jetzt leider Schluss machen. Ist also ein bisschen kürzer als normal. Tut mir leid. Nächstes Mal wieder länger. Also, dann mach's noch gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.